Daniela steht vor großen Problemen. Nicht nur ein Volksaufstand erschwert der Nation das Leben, nein, auch noch die Abspaltung von Norwegen fand in der letzten Folge statt. Ich habe mir das letzte Video mal kurz angeguckt. Das muss irgendwann im letzten Drittel passiert sein. Da hat sich dann plötzlich die Farbe geändert. Wieso das aber jetzt so ist, weil er war ja vorher auch Herrscher, also er wurde auch nicht abgesetzt oder er starb jetzt nicht. Wieso das jetzt so ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann mir es höchstens so vorstellen, dass vielleicht er eine Fraktion gegründet hat für das Königreich und die dann ihre Forderungen durchsetzte und er einfach gesagt hat, ja komm, hey, ich kann sowieso nichts gegen euch machen, ich gebe dir das freiwillig. Irgendwie vielleicht ist es so gelaufen, wenn ihr da Hinweise habt, dann haut das mal in die Kommentare. Würde mich freuen, das ein bisschen besser verstehen zu können. Ansonsten wollte ich noch kurz was sagen, weil angemerkt wurde, ob wir nicht ein eigenes Großreich gründen wollen. Das klappt aktuell noch nicht. Wir haben momentan nur den einen Königstitel hier. Den Königstitel von Irland. Wir sind kurz davor, einen zweiten Königstitel hier oben zu haben. Eine Grafschaft bräuchten wir hier noch, das wäre kein Problem. Aber wir brauchen drei Königstitel. Wir gehen mal rein in das Großreich hier. Wir brauchen entweder drei Königstitel und eine Reichsgröße Größe 80, wir sind derzeit bei 32, oder eine Reichsgröße insgesamt von 120. Also wir sind meilenweit davon entfernt, hier ein Reich gründen zu können. Und ich mache diese Entscheidung hier immer sehr ungern, weil die sehr teuer ist. Man sieht ja hier 1200 Gold, 2000 Prestige, 600 Frömmigkeit. Und die mache ich wirklich nur, wenn nichts anderes geht. Es wäre super schön, wenn wir ein Großreich Iron Island Island machen würden. Aber Priorität ist erstmal hier das Kaiserreich Britannien, glaube ich, heißt. Dass wir uns das hier aneignen. Das ist erstmal die höchste Priorität. Um das werden wir uns kümmern. Und wenn wir das haben, dann schauen wir mal, ob wir nicht doch noch ein eigenes kleines Kaiserreich erstellen können. Da hätte ich natürlich schon sehr Bock drauf, aber alles zu seiner Zeit, ne? Gut, in ein paar Tagen findet der Kreuzzug statt. Das heißt, wir werden jetzt mal unsere Truppen ausheben, die hoffentlich voll verstärkt sind. Ja, sieht gut aus. Und werden uns mal wieder auf Reise gehen. Werden wir uns mal wieder auf Reise begeben. Begeben, natürlich. Söldnertrupp läuft ab. Der läuft ab in 3 Monaten. Die können wir ja trotzdem noch mitnehmen, ne? Deus Vult. Der Papst ruft zum Krieg. Okay, wir warten kurz, bis unsere Truppen versammelt sind. Wir selber sind mittlerweile schon Kreuzzügler, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr selber die Truppen anführen und uns der Gefahr aussetzen, dass hier irgendwas passiert. Ich würde ja gern einen reinsetzen, der gut im Belagern ist, aber ihr seht es ja selber, da ist niemand da, der auch nur annähernd irgendwie einen Belagerungstrade hat. Bewegungstempo 25% können wir aktuell sehr gut gebrauchen dann, wenn wir von Provinz zu Provinz marschieren. Habe ich jetzt die Söldner eigentlich auch ausgehoben hier? Damit wir die noch wenigstens die 3 Monate mitnehmen können. Ach, jetzt weiß ich auch, wieso ich 10.000 habe, Leute. Ich habe in der letzten Folge habe ich mich noch gewundert, wieso plötzlich 9.000 sind. Aber dann liegt das an den Söldnern. Oder? Auftauchen tun sie hier aber nicht. Vielleicht sind sie irgendwie hier mit eingerechnet. Wir schauen mal, was passiert nach den 3 Monaten. Und machen uns erstmal auf den Weg hier rüber und schauen uns dann mal an, wo wir am besten jetzt hier anlanden. So, um diese Region hier geht's. Ein Riesenreich wieder mal. Und uns geht's wieder mal nur darum zu belagern. Vielleicht erstmal die Regionen hier. Dann eventuell hier unten durch oder hier rein. Ah, das wäre natürlich schon ein schönes Ziel hier. Die Hauptstadt. Aber das ist schon sehr weit im Landesinneren. Da können wir auch mal schön verhauen werden. Der Trost eines Freundes. Königin Hildegard. Wer warst du denn? Oh, unsere Gattin. Das kann schon mal passieren. Dass wir die nicht mehr erkennen. Eine ruppige Nacht in der Stadt und eine Menge neuer Bekannte sorgen dafür, dass ich meine Sorgen vorübergehend vergaß. Wir verlieren etwas Anspannung. Die Hilge, ich dachte, die ist jetzt gestorben, aber nee. Die steht uns immer noch zur Seite. Alles gut. Begünstigter, wie gesagt, können wir keinen auswählen. Wir fordern noch 50 Gold. Wir können Fürst Ingvar noch jemanden übertragen.
Ja, würde ich jetzt einfach mal machen. Wir schicken mal dich hier rüber, Fürst Ingvar. Wir sind noch nicht am Vasallenlimit angekommen, aber er hat eine schlechte Meinung von uns. Und dadurch hoffe ich mal, dass er hier genau sich uns ein bisschen mehr annähert. Gut. Wir werden wieder die Ersten sein, die hier, denke ich mal, ankommen. Wir können schon mal ein bisschen mit der Belagerung beginnen. Okay, was ist jetzt los hier? Mercia. Cornwall. Oh, das ist ja fantastisch. Ah, okay. Nee, alles gut. Immer noch Krieg. Ich dachte jetzt hier, dass das schon das Endergebnis ist, quasi diese Aufteilung. Aber er wehrt sich noch. Momentan sieht es schlecht aus für ihn. Hier geht's noch, aber er hat halt keine Truppen mehr. Ich weiß nicht, ob er jetzt mit dabei ist im Krieg. Normalerweise nicht, sonst würde das ja hier auftauchen. Soll uns aber egal sein. Ich denke mal, Danelag ist kein Problem mehr für uns. Was ich zum einen gut finde, damit wir weiter expandieren können. Zum anderen finde ich es aber auch ein bisschen schade, weil jetzt so ein anspruchsvoller Gegner irgendwie verloren gegangen ist. Und naja, wir werden mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Vielleicht kommt der Norwegen rüber geschifft und holt sich den Rest von Danelag nochmal und vereint die nochmal. Kann ja durchaus auch sein. Aber in der Zwischenzeit werden wir natürlich schauen, dass wir selbst unsere Pfründe sichern und dann dementsprechend unser Reich noch etwas vergrößern. So, ein neuer Ratsverwalter mit 20 Punkten. Da kann ich dich gleich mal schön einsetzen. Sehr guter Mann. Mit 20 Punkten. Wie alt bist du eigentlich hier? 72 ist unser Bischof schon. Da wird es aber Zeit jetzt mal für eine Nachfolge. Aber gehörig. So, oh, 5 Monate nur noch. 6 Monate nur noch für unser Druckmittel gegen den Kare. Der Kare ist... Nein, jetzt hat er einen Titel. Ach, jetzt hat er sich einen Titel geholt. Das heißt, wir können ihn natürlich jetzt nicht mehr an den Hof holen. Okay, ich lasse mal das Druckmittel noch fertig auslaufen. Ist ja egal. Ach, das ist sehr enttäuschend. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Das heißt, unser nächster Schritt ist erstmal unsere Schwiegertochter, die Kaiserin Mutter, loswerden. Und anschließend einen neuen Anspruchsteller irgendwie für Danelag an den Hof zu holen. Das ist sehr enttäuschend. So, wir gehen gleich mal rein. Fangen mal mit der Belagerung gleich mal an, oder? Wir können ja immer noch schnellstmöglich dann weglaufen, hoffentlich. Aber ein paar Punkte werden wir uns gleich mal sichern hier. Wird schon mal gekämpft, aber nur eine kleine Nation hier unten. 1300. Gott will es. Mein Fürst, ich habe bemerkt, dass noch Platz für Kirchen in eurer Domäne ist. Mein Vasall, Bürgermeister Cathbart, legt eine Hand aufs Herz, bevor er fortfährt. Wenn ihr den Bau in Auftrag gäbet, würdet ihr mit Sicherheit in der Gunst von der Herr und in der meinen stehen. Wir sollten eine Kirche bauen. Eine Kirche bauen. Wenn, dann würde ich die natürlich hier oben bauen. Aber da ist schon eine Kirche drin. Hier drüben ist kein Platz mehr für eine Kirche. Was, eine Kirche ist halt auch schweineteuer, ne? Eine Kirche ist halt auch schweineteuer. 400 Gold. Nee, momentan, ich kann das nicht. Tut mir leid. Da musst du jetzt durch, mein Lieber. Schlechte Meinung und wir verlieren etwas Frömmigkeit, aber da muss er jetzt durch. Wenn wir ein bisschen mehr Gold hätten, dann ja. Oh, da kommt schon die Nachhut. Sehr schön. Aber so jetzt, ja, machen wir das nicht. Herzog Kiridik wurde beeinflusst. Das ist sehr schön. Wir werden uns um die anderen Vasallen noch kümmern, damit die auch noch beeinflusst werden. Unter anderem der Earl Dainyol. Aber er ist halt nur ein Earl. Aber er hat 800 Truppen, ne? Also sollte man nicht außer Acht lassen. So, ein Monat noch bei dir. Das ist so schade, dass der jetzt einen Titel bekommen hat hier. Da wusste doch die KI, dass wir hier ein Druckmittel fingieren. Leute. Mein Ratsspitzel Earl Rodan hat sich als höchst fähig erwiesen. Es gibt da einige Projekte, die wir gern unternehmen würden. 75 Prestigepunkte einsetzen. Und wir erhalten ermutigte Verbesserungen für mehr Entwicklung. Ja, können wir gerne machen. Was ich bisher immer sehr vernachlässigt habe, ist die Entwicklung fördern. Habe ich bisher immer sehr vernachlässigt, weil ich immer auf die Kultur gegangen bin. Vielleicht sollten wir auch mal hier reingehen, um die Entwicklung ein bisschen zu erhöhen. Wäre vielleicht mal nicht schlecht, oder? Entwicklungszuwachs plus 3,6 pro Monat. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wir könnten das aktuell, wird hier noch gebaut bei uns hier oben?
Wir könnten das zum Beispiel jetzt hier machen. Und ihn hier reinsetzen. Dann erhöht er hoffentlich hier ein bisschen die Entwicklung. Genau. Wir bräuchten viel mehr Berater, die sich hier um die Sachen kümmern. So, hier ist nur eins. Das ist komischerweise nicht markiert jetzt hier. Wir haben immer noch Verluste, wenn wir hier reingehen. Ich kann doch hier nicht belagern, oder? Hier drüben. Wieso? Tatsächlich, ich kann hier sogar belagern. Das ist hier. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, wieso wir jetzt eine Stadt belagern können. Wie immer, schreibt mir das mal in die Kommentare. Und jetzt können wir hier ohne Verluste reingehen. So, Ratsverwalter. Habe ich den nicht gerade eben eingestellt? Dachte ich. Earl Bertil. 20 Punkte hat er. Ja, mit dir. Er hat auch ein schönes Gewand jetzt hier momentan. So, ein Geheimnis. Wir erhalten ein schwaches Druckmittel gegen den Kare. Aber das hilft uns leider jetzt nichts mehr, solange er den Titel noch trägt. Und jetzt ist er zu weit entfernt für eine Interaktion. Wo sitzt er denn jetzt plötzlich? Jetzt sitzt er hier in Kroatien unten. Das gibt's doch nicht. Also selbst wenn er keinen Titel hätte und wäre hier... Ach, das, jetzt hat er einen Titel in Kroatien bekommen. So ein Lump. Okay, wir gucken mal hier rein. Nochmal nach Antragstellern. Typisch deutsch. Nach Anspruchstellern, die keine Titel haben. Am besten männlich. Ja, so ein kleines Earltum nur. Das ist mir halt zu wenig. Earltum und auf das Königreich Anspruch ist natürlich... Ja. Wir müssten vielleicht mal bei den Herzogtümern gucken. Ja, das ist... Der eine wäre ideal gewesen jetzt. Er wäre ideal gewesen, aber... Hat nicht sollen sein. Oh, da haben wir jemanden. Der ist 12 Jahre alt. Wo sitzt du aktuell? Er ist am Hof von Kare wieder mal. Achso, das ist sein Sohn. Das ist sein Sohn jetzt, oder? Der Kare. Der macht mich fertig. Leute. Sehr schade. Was haben wir noch für einen? Ist da noch einer? Der Kare Son. Ist wahrscheinlich. Wir haben ja immer noch ihn hier. Den Aussätzigen. Den ich gar nicht an den Hof holen kann, weil er besucht den Hof von Gräfin Godina. Es wäre so schön, wenn wir den Aussätzigen an den Hof holen könnten. Und uns schön mal alles hier, ne? Eieiei. Ist das denn, das müsste eigentlich auch, bin mir nicht sicher, aber das müsste doch eigentlich auch übertragbar sein. Ah, na gut. Also er ist momentan unterwegs. Vielleicht schauen wir einfach später nochmal vorbei. Und ansonsten bleibt nur noch der Kare-Sohn. Aber der ist ja auch hier in, am Hof von Kare. Wir müssten vielleicht mal dann auf so ein Herzogtum gehen. Für ein reguläres Herzogtum. Nur mal zum Testen. Northumbria wäre ganz gut. Und dann hier mal schauen, ob wir hier nicht noch Leute haben, die vielleicht rüberkommen wollen. Auch wieder er natürlich. Na gut. Ich werde das vielleicht mal in der Zwischenfolge machen, dass ich zwischen zwei Folgen gucke, wen wir uns da holen können. Momentan geht es um den Kreuzzug, den wir führen müssen. Und um die Punkte, die wir uns holen wollen. Und vor allem natürlich um das Gold. Ich sehe noch keine Truppen aktuell. Wie ist denn die Verteilung momentan? 26.000 gegen 52. Wir haben doppelt so viele Einheiten. Also das sollte kein Problem sein. Wir werden uns mal aufteilen jetzt. Ich habe das Gefühl, wir sind aktuell auch aufgeteilt ganz gut unterwegs. Wieso führen wir jetzt selber wieder die Truppen an? Ich habe doch extra, ist der gestorben? Ich habe extra jemand anderen eingesetzt. Aber der, der so gut rumläuft, der ist nicht mehr. Der ist offenbar gestorben. So, dann gehen wir gleich mal hier hoch, belagern hier oben noch. Ah, da oben
werden die ersten Schlachten geschlagen. Eine neue Flamme. Über die Jahre hinweg habe ich zahlreiche großartige Porträts verschiedener Edelfrauen aus diesem und anderen Ländern erhalten. Bisher sammelten die meisten jedoch nur Staub auf dem Dachboden an. Wir werden die jetzt nicht herunterholen. Wir werden jetzt nicht Tinder für Herrscher spielen. Wir sind wählerisch bei der... Wieso? Wir haben doch noch eine Ehefrau. Wieso sollen wir denn jetzt... Ne? Die reicht uns doch. Ungesunde Beziehung. Mein Fürst, die Krankheit ist ansteckend. Seid vorsichtig. Meine Gemahlin hält mich zurück. Der von Krankheit gezeichnete Körper eines Gemeinen, die Haut entstellt von Ausschlag und Beulen, liegt auf dem Tisch. Wer ist denn hier krank? Die Sarah. Nee, die ist schon gestorben. Ja, die ist schon gestorben, offenbar. An Blattern. Schleudert den Leichnam auf Dinbüch. Wieso? Wieso sollten wir den auf irgendein... Nein! Ich wollte doch nicht... Oh. Ich wollte nicht klicken. Tut mir leid, liebe Moina Duckelt. Jetzt habe ich... Wieso habe ich denn das gemacht jetzt? Ich wollte nicht klicken. Mein Zeigefinger war zu schnell. Es tut mir leid. Ich wollte dir doch nicht die Blatternleiche ins Gesicht schmeißen. Wie schnell die sich aber auch infiziert hat jetzt hier. Ah. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich nachschauen, wer das ist. Ich wollte das nicht machen. Na gut, ist halt jetzt passiert. So, hier oben werden alle vernichtet momentan. Sieht kriegsstandmäßig aus. Kriegsbeteiligung erster Position aktuell. Werden weiter belagern. Dann können wir hier irgendwo durchlaufen. Das sind halt echt schon heftige Verluste, die wir hier haben. Elftausend. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt hier oben. Weil er hier mit einer Großarmee kommt. Kuriositäten aus fernen Landen. 66%, dass wir die Händler überzeugen. Die Händlerin. Wir halten noch wachsamer. Ein bisschen schaffen wir auch nicht verkehrt hier. Wir sind gerade mal bei 15 Punkten. Westerland könnte Händler bedroht haben. Volksmeinung minus 20, wird das trotzdem machen. Ah, oder wir machen einfach nur, wir investieren 95 Gold. Und bekommen sogar 50 Lebenswandel. Wir müssten eigentlich jetzt ja den Ränkespiel-Lebenswandel wechseln. Das machen wir jetzt, nachdem wir den Punkt hier noch bekommen haben. Geheimnisse aufspüren, verschnellern, Komplotte stören. Mordkomplottstärke auf 30%, wenn wir das noch nehmen... Ja, wir machen mal hier noch Mordkomplottstärke auf 30% und wechseln jetzt zurück auf, was haben wir denn gehabt? Diplomatie? Nee. Kriegsführung. Wechseln wieder zurück auf ein bisschen mehr Kontrolle. Ja. Weil wir uns ja eigentlich noch um unsere Schwiegertochter kümmern wollten. Was hast du hier? Nee. Ne, das ist ja unsere Tochter. Unsere Schwiegertochter brauchen wir. Um die hier wollten wir uns kümmern. Die mittlerweile exkommuniziert und krank ist. Also die hat es echt nicht leicht. Und 95%, dass sie ermordet wird, soll mir ganz recht sein. 11 Monate. Ansonsten, wir können ja nichts machen mit dir. Was soll ich denn sonst machen? Können sie einfach entlassen. Oh, Moment mal. Sie wird zu einem Wanderer und vom Hof weggeschickt. Ja, dann machen wir doch das. Weg mit dir. So. Und unser... Bin jetzt nicht sicher, ob die... Die sind aber immer noch verheiratet jetzt, oder? Jetzt verrückt. Leute, macht ihr das Spiel doch nicht so schwer. Jetzt ist sie natürlich weg und jetzt haben wir eine schlechtere Erfolgschance, die zu ermorden. Ich dachte, die wären dann nicht mehr verheiratet. Hm. Dass ich aber auch keine Option habe, die jetzt scheiden zu lassen. Na gut, ich bin halt nicht, ne, ich bin ja nicht der, der geheiratet hat. Wenn, dann müsste er die Scheidung ersuchen. Jetzt, na, das war toll. Na toll. Sehr schön.
So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier oben kommen jetzt die Truppen rein. Ich würde jetzt eher mal nach Süden erst gehen. Es ist sehr traurig. Muss man jetzt schon mal sagen. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen mal eben hier aufs Meer raus. Wir hatten eine gute Chance, sie zu ermorden, aber dadurch, dass sie jetzt Wanderer ist, entgleitet sie unseren Griffeln. Und das ist sehr schade. So. Wenn wir uns jetzt hier reinstellen und mitkämpfen mit den 3000 hier, würde das funktionieren. 7000, 8000, 9000, 10000 hat er hier. Wird wahrscheinlich schwierig. Könnte aber klappen. Könnte aber klappen. Kommt da noch Nachschub irgendwie vom Papst? Vielleicht. Ich habe ja keinen Bock hier irgendwie zu kämpfen. Ich will einfach nur belagern. Hier oben sind nochmal welche angekommen. Na, er hat schon echt ganz schön viel. Also wenn da der Papst... Oh, da kommt aber nochmal was. Wenn die sich jetzt hier schön gruppieren, sollte das klappen. So. Fürstin Elynstab. War das die, auf die wir die Leiche geschmissen haben? Dann wäre es gar nicht mal schlecht gewesen, dass wir das gemacht haben. Okay. Ah, sehr schade, sehr schade. 48% jetzt hier. Null Agenten. Oh, wir führen hier unten Krieg, weil hier noch was anderes am Laufen ist derzeit. Ein Krieg nach dem anderen hier. Sämtliche Einheiten verhauen wir hier unten. So, dann 1200 hier. Hier oben wird ordentlich geschlägert jetzt. 16000. Ich dachte, da sind gerade eben so viele reingekommen. Aber momentan sehen die noch kein Land hier. Die Kreuzzügler gegen die 19000, die jetzt hier sind. Was ist los, lieber Papst? Du schaffst es wieder mal nicht, dich zu organisieren. Sagt derjenige, der einfach nur für die Belagerung hier unterwegs ist, ne? Er hat noch ein bisschen Gold, also er könnte theoretisch sich noch was holen. Ich will mich aber jetzt hier ehrlicherweise nicht hier hochstellen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. 8000. Na, wenn die noch mitmachen, 4000. 5000, 6000. Das wird trotzdem nicht reichen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, wir laufen mal wieder um den Berg herum. Habe ich das Gefühl. Er hat auf alle Fälle megamäßig Verschleiß derzeit. So, kommt da noch irgendwie Nachhut? Sehe ich hier noch irgendjemanden? Wir gehen mal raus hier. Und ich würde jetzt einfach mal versuchen hier oben. Aber es reicht halt nicht. Wenn wir hier oben anfangen zu belagern, läuft er mit den Truppen hier hoch. Er hat einfach zu viel. 6000, 7000, er hat 20000. Da stinkt man ab. Wenn, ne, wenn alle wieder so verteilt sind, da stinken wir einfach nur ab. Geht nicht. Alles, was glänzt, mein Ratsspitzel nähert sich mir mit einem ruchlosen Grinsen. Für die wandernde Kaiserinnenmutter Schrägstrich Schwiegertochter. Sie würde sich nicht gut fühlen. Die ist doch eh schon fix und fertig, Leute. Die ist doch eh schon fertig. 50 Gold will ich jetzt hier für die nicht investieren. Das ist mir zu viel. So, wer kommt jetzt? Der Bauernpöbel kommt hervor. Und wir werden das natürlich nicht zulassen. Schauen mal, wer sich hier erhebt. In unseren Gefilden. 586 hier oben. Ah, müssen wir natürlich extra dann zurückfahren. Sehr schade. So. Ich bin ein kleiner Feigling, das ist richtig. Das wird bestimmt gleich in den Kommentaren angemerkt. Aber wie ich schon gesagt habe, ich will hier nur belagern. Ich will hier nicht kämpfen.
Es wird persönlich für Dainiol. Was machen wir denn mit dir? Wir sind schon wieder weit über die Zeit, sehe ich. Paranoid, gesellig, stur. Ein Buch ist auch nichts für ihn. Der hat halt gar nichts, was ihn wahrscheinlich irgendwie interessiert. Das Regieren. Und wir machen mal Regieren für die Verwaltung. Wenn ich jetzt hier, wo könnte ich denn, wir könnten hier hochlaufen. Hier oben ein bisschen belagern. Okay, es hat nicht geklappt. Ich mache mal hier kurz Pause. Wir werden in der nächsten Folge den Kreuzzug weiterführen. Der Kreuzzug läuft nicht zu unseren Gunsten, müssen wir feststellen derzeit. Weil er so viel Truppen hat. Ich hoffe auf den Papst, dass der sich hier noch ein paar Söldner holt. Aber er hat halt auch nicht mehr viel Gold. Und die hier unten laufen wie aufgescheuchte Hühner natürlich herum. Und das erschwert hier die Kriegsführung enorm. Jetzt kommen nochmal 3700 hier. Ich will halt meine Truppen jetzt nicht unbedingt verheizen dafür. Da kommen nochmal 2600. Aber ich glaube, dass wir hier nicht unbedingt es schaffen werden, den Kreuzzug zu gewinnen. Kann ich noch Truppen ausheben derzeit? Hier oben würde ich gerne die ausheben. Vielleicht, dass wir uns die 581 noch holen. Aber wie viel kommen noch raus? Das ist die Frage. Wahrscheinlich nicht mehr viel. Ein paar Aufgebote noch. Und das reicht nicht mehr. Ja, notfalls müssen wir dann zurück und müssen uns um den Aufstand kümmern. Der ist viel, viel wichtiger wie der Kreuzzug hier unten. Und ja, machen wir in der nächsten Folge. Schauen mal, wie das Ganze hier ausgeht.